bin diese Woche durch deine Prison Simulator Videos auf dich aufmerksam geworden und fange jetzt mit deinen ESO-Stream-Videos an. Bist der Hammer, feier dich. Das freut mich, dankeschön. Okay. Hier sind so komische Lücken drin. Okay, da sehen wir, was wir brauchen. Hier muss... Was, ach, das ist ein Fisch. Fisch. Also die erste Säule ist dann der Fisch. So, da können wir jetzt weiter gucken. Was haben wir hier drin? Sehen wir noch nicht. Okay. Na. Mist. Naja, lass doch mal. Was haben wir hier? Adler bei der dritten. Oder Vogel, was auch immer. Den Vogel hast du. So. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Schlange. Die passt schon. Guten Morgen, Lydia. Trauger sind Mumien, da ist kaum leitendes Wasser drin. Ja, deswegen frage ich ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Logik so in Skyrim drin steckt. So, das müsste aber jetzt eigentlich... Jawohl. Deswegen frage ich ja nach. Ich weiß ja nicht, wie logisch dieses Spiel tatsächlich ist. Er hat uns noch nicht gesehen. Trauger sind nämlich auch extrem kurzsichtig, wie wir alle wissen. Da ist eine Falle. Lydia wird da garantiert gleich reinrumsen. Was? Na, Lydia, was ist da los? Du bist da nicht reingerumst. Ach so, Lydia. Ja, wir sind in einem Grab. Das ist doch bestimmt eine Falle. Ich sehe das doch. Hahaha. Ja, nicht mit mir, du. Nicht mit mir. Okay, wenn ich hier drüber laufe, was Lydia tun wird. Dann fallen da Steinchen runter, die uns selbst dann noch wehtun, wenn wir sie jetzt berühren. Sei ich doch. Sei ich doch. Sei ich doch. Trauger sind frost- und schockresistent, aber feueranfällig. Zeig ich doch. Langbogen. Magicka. Zaubertrank. Feuer habe ich leider keine guten Spells, außer den Feueratronarchen. Naja, aber geht so auch. Die Feuerschleiertiefen. Das wird immer spannender hier. Was? Was? Was ist denn, Lydia? Was ist? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Haha. Lydia, geh mal vor. Oh, Gott sei Dank ist sie mit reingekommen. Ach so, das sind nur Skelette. Chancenlos. Ah, die sind schon ein bisschen gemeiner. Ich
Verdammt! Der hat uns noch nicht gesehen da hinten. Aber der versteckt sich auch gut. Und der hier ist gar nicht erst aus seinem Grab rausgekommen. Ah doch. Lichtchen ist aus, alles gut. Jetzt ist er umgefallen, sehr gut. Danke, Todd Howard. Das läuft ja richtig gut hier. Das läuft ja verdammt gut. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Also an sich dieselbe Waffe, nur halt... nur halt aufgeladen, ne? Habe ich die jetzt richtig reingepackt? So, jetzt... Cool, dieselbe Waffe nochmal, nur aufgeladen. Spare ich mir das Aufladen. Wahnsinn. Da sehe ich doch schon wieder eine Falle. Ah, der ist an der Truhe, okay. Okay, ich hab's entschärft. Diadem der Wiederherstellung, Elfenhelm. Oh, mangelhafter Valerstein? Ist bestimmt irgendwas fürs Museum, oder? Sonst wär's nicht 1000 wert. Schlagende kaiserliche Rüstung nehmen wir mal mit. Oh, und da vorne lernen wir ein Wörtchen. Kühnes Frieden. Was macht das Schönes? Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch vor dir fliehen. Hm. Ich würde sagen, das ist ganz nett. Wobei jetzt auch nicht unbedingt... Oh. Ja, oh. Auch nicht unbedingt was, was wir jetzt brauchen würden, glaube ich, aber... Sehr schön. Und eine Ausgrabungsstätte auch noch. Super. Archäologie auf 4.
Das hat sich doch mal richtig gelohnt hier. Das war sehr schön. Essen haben wir keins gefunden, aber hey. Reichtümer. Julia. Ach. Da brat mir doch einer einen Storch. Echt? Wir kommen hier raus? Das ist aber zu wild. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal reingehen, da könnte man die Wendeltreppe nochmal hoch, oder? Lass uns da nochmal schnell forschen. Vielleicht gibt es da auch nochmal was, was wir übersehen haben. Wir sind ja vorher hier, glaube ich, rein. Und was ist hier oben? Ach, da geht's nochmal weiter. Da gibt's Loot. Hoffentlich. Ich meine, ich mache das natürlich extra, um Schlossknacken aufzuleveln. Das ist ja logisch. Na, das ist euch allen klar. Warum ich das hier jetzt so mache. Ich will nur Schlossknacken leveln. Das mache ich nur, um zu leveln. Alles nur für die Skillpunkte. Skillpunkte sind nämlich richtig und wichtig. Oh. Immer her damit. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Da unten im Wasser wird ja wohl nichts sein, oder? Wollen wir ins Wasser hüpfen? Ja, wollen wir. Wir wollen ins Wasser hüpfen. Gut, dass wir ins Wasser gehüpft sind. Das ist ein schönes Wasser. Bin ich auch endlich wieder sauber? Wenn ich jetzt hier an der Kette ziehe, geht das dann automatisch? Jawohl. Ach. Das ist ja spitze. Ach, das habe ich auch übersehen. Die Eichenhaut. Habe ich die schon gelernt? Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Mensch. Cool. Ich glaube dir das, Bobby. Dankeschön. Dankeschön, dass wenigstens eine Person mir das glaubt. Das ist nämlich die Wahrheit. Denn ich weiß selbstverständlich, dass wir... Och, jetzt habe ich mich jetzt verlaufen, bitte nicht. Nee. Ich weiß selbstverständlich, dass wir später in weitaus schwierigere Dungeons noch kommen, die uns weitaus bessere Schlossknack-Skills abverlangen werden. Deswegen level ich das jetzt schon auf, damit ich dann später gut genug bin im Schlossknacken. Und, wir dann nicht irgendwie plötzlich vor einer Mauer stehen, vor einer Wand. Das ist alles. Deshalb mache ich das. Wenn ich jetzt nochmal zum Wirt gehe, sagt er dann irgendwas Neues? Kann ich da mit meinem Loot jetzt angeben? Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Habe ich noch irgendwas übersehen oder was? In diesem lustigen Grab. Die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Huch. Habe ich noch was übersehen da drin jetzt?
Ein Drachen, oder? Und warum hört sich dieses Lied an, als würde es aus Minecraft stammen? Ach, ist das schön. Können wir nochmal in unser Zimmerchen? Oder müssen wir das jetzt neu bezahlen? Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann... Jetzt, da unser Geist demaskiert wurde, kommen vielleicht wieder mehr Besucher in die Stadt. Nicht nur dann und wann ein Pilger. Das ist ja super. Jetzt, wir haben quasi auch den Tourismus gerettet hier. Da kann ich mir ruhig mal anerkennend auf die Schulter klopfen, glaube ich. Ich glaube, Wegweiser ist hier drüben gewesen, ne? Da müsste ein Wegweiser nach Riften sein. Ja, da ist auch mein Pferd. Oh, Bär! Der macht Schaden! Das ist jetzt ein Eisbär. Aufpassen. Hey, passt ein bisschen auf. So, ein toter Eisbär. Ach ja, Bärenpilze sollen wir auch sammeln. Stimmt. Dann bringen wir den Ahnenschimmer-Setzling mal bei Danica vorbei. Die freut sich bestimmt. Vielleicht drückt sie ja ein bisschen Essen raus. Der ist auch den ganzen Tag am Predigen. Solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel. Was braucht ihr? Guten Morgen! Habt ihr das Ahnenschimmer-Harz? Aber ohne die Unterstützung all derer, die vom güldenen Grünbaum inspiriert werden, kann ich den Tempel nicht weiterführen. Wie soll dieses winzige Bäumchen neue Gläubige anlocken? Also, der Maurice, der Schlaue, sagte, Erneuerung wäre wichtiger als Erhaltung. Ihr habt natürlich recht. Es ist nicht leicht, den Winden der Kynare zu lauschen, solange der Lärm, den das Gesindel im Tempel veranstaltet, alles andere übertönt. Der Tod speist neues Leben. Ich bin sicher, dass dieser kleine Setzling mit der Zeit zu einem neuen gülden Grünbaum heranwachsen wird, der Weißlauf überragt. Danke. Bitte. Die Gnade von Kynare sei mit euch. Das Fieber. Mein Körper brennt. Viel Spaß beim Sterben. Ich atme nun in königlicher Pracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Gut, dann gehen wir, glaube ich, mal ganz kurz schlafen, um den Level abzukriegen. Außerdem, ich habe Hunger. Außerdem habe ich Hunger. Mal wieder. Wir brauchen wieder irgendein Banditenlager. Da gibt's Essen. Na du? Na ja. Gute Nacht, Lydia.
Hier geht erstmal nichts mehr. Ich weiß immer noch nicht, worauf ich skillen soll. Es ist schlimm. Es ist alles so schön. Mächtige Angriffe mit einem Zweihänder schwächen das Ziel. Das klingt gut, das nehme ich mal. Ich hätte ja immer noch gerne Alchemie auf... Was brauche ich da? 30. Wir brauchen 2 Alchemiepunkte. Die kriegen wir doch wohl hin, oder? Wir haben ja genug Zeug. Das hat jetzt nicht wirklich gelevelt, oder? Oh, das hat gut gelevelt. Okay, müssen wir eben noch mal ein bisschen was holen. Wir haben ja genug Zeug da. So. Oh, das levelt halt 0. Jawohl, wir haben Level 30. Sehr gut. Sehr gut, das ist das, was ich wollte. Dadurch können wir jetzt diesen Skill nehmen, mit dem wir sämtliche Eigenschaften sofort erfahren durchs Essen. So, wir haben ja so ein paar Sachen. Wir haben ja. Lydia. Lydia. Wir haben hier, glaube ich, noch so ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Bernstein, Blutstein. Drachengedönse. Gemälde. Hallo Sass. Goldbarren kann bleiben. Die Karten natürlich. Habe ich nicht... Nee. Dieser mangelhafte Valarstein. Da bin ich sehr gespannt, was das soll. Mächtiger Seelenstein lasse ich auch mal da. Nesselfluch lasse ich auch mal da. Behalten wir mal. Vielleicht braucht man noch irgendwie. Für dieses... Museum. Mach's gut, Fukano. Den Stab der Zombies, den verkaufe ich. Bärenpilz lagere ich auch mal ein. Da müssen wir 10 sammeln. Das wird noch dauern, denke ich.
Erz lagern wir ein. Meridias Stern behalte ich mir mal. Nordfragmente kommen rein. Wir haben so viel Zeug dabei. So viele schöne Steinchen. Was brauche ich denn, um mir den Lachs vernünftig zu kochen können, kochen zu können? Was brauche ich denn für ein Salmon Steak? Salz. Ach, habe ich das versehentlich eingelagert? Moment. Moment. Da ist mein Salz. Dann kann ich mir wenigstens ein Lachssteak mal machen. Und eine siebte Kartoffel. So, das bringt uns wieder gut voran.